Was haben wir noch so? Leere Kisten überall. Wir haben Montag mal zum Mediamarkt. Und dann? Glaubst du, wir haben das Edel von Goody jetzt Goody 2 noch im Angebot? Jetzt zum halben Preis? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Nee, da war Dexters Truhe, glaube ich, drin. Aber kannst du eine richtige Grafikkarte kaufen und den Videorotz wegschmeißen? Hey, was machst du hier unten? Du hast hier nichts zu suchen. Also, raus mit der Sprache. Was willst du hier? Attila hat mir einen Schlüssel gegeben. Deshalb bin ich hier. Also, was wollt ihr von mir? Willst du wohl wissen, was? Immer ruhig bleiben. Geh mal zu Cassia, wirst schon erwartet. Lass mich anpissen, aber dann sage ich, wer da wartet. Willst du mich verarschen? Warte mal, konnte man deren Aufgaben nicht erfüllen und sie danach noch verpfeifen? Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Klar. Bin ich mir sicher, dass die das haben. Wer geht überhaupt zum Mediamarkt? Hast du dich verlaufen? Ich denke, das hier ist nicht der richtige Ort für dich. Wenn dir hier was passiert, wird dir niemand helfen, also sei vorsichtig. Droht er mir gerade? So, was steht denn da geschrieben? Nichts Neues. Dafür habe ich lesen gelernt. Steh mal auf. Wie ich sehe, hast du unser Geschenk bekommen. Ich bin Cassia. Okay, Cassia. Dann erzähl mir mal, warum ich hier bin. Wir sind auf dich aufmerksam geworden, weil du das Vertrauen einiger Freunde gewonnen hast. Und wir wollen dir eine Chance bieten. Du kannst uns beitreten. Erzähl mir mehr von euch. Die Leute in der Stadt sind ziemlich nervös wegen uns. Aber niemand kennt unser Versteck. Die paar Leute, die überhaupt wissen, dass es die Kanalisation gibt, denken, sie wäre geschlossen und für niemanden zugänglich. Und solange sie uns nicht finden, können wir ungestört arbeiten. Was weißt du über die verschwundenen Leute? Warum interessiert dich das? Ich will herausfinden, was mit ihnen passiert ist. Wenn du aus der Kanalisation kommst, schwimm ein Stück weit rechts runter an der Küste entlang. Dort wirst du deine Antworten finden. Was habe ich davon, wenn ich euch beitrete? Du kannst bei uns spezielle Fertigkeiten lernen. Fertigkeiten, die dir ein Leben in Reichtum ermöglichen. Aber ich muss mich dann nicht hier unten verstecken, oder? Nein. Du musst dich nur an unsere Regeln halten. Das ist alles. Was sind eure Regeln? Die erste Regel lautet, du verlierst kein Wort über uns. Zu niemandem. Niemals. Zweitens, lass dich nicht erwischen. Drittens, wenn du hier unten deine Waffe ziehst und jemanden angreifst, bringen wir dich um. Und die vierte und letzte Regel ist, wer uns beitritt, muss sich beweisen. Was passiert, wenn ich erwischt werde? Lass dich einfach nicht erwischen, okay? Was kann ich bei euch lernen? Jesper ist der Meister der Lautlosigkeit. Er wird dir zeigen, wie du dich ohne ein Geräusch bewegen kannst. Ramirez ist ein begnadeter Einbrecher. Kein Schloss kann seinen Dietrichen widerstehen. Und ich kann dich im Taschendiebstahl unterweisen. Außerdem werde ich dir helfen, geschickter zu werden. Denn die Geschicklichkeit ist der Schlüssel zu deinen Fertigkeiten. Wie muss ich mich beweisen? Willst du uns nun beitreten oder nicht? Und wenn ich euch nicht beitrete? Du verpasst eine einmalige Chance. Aber du kannst gehen. Und lass dir nicht einfallen, uns zu verraten. Nein. Du würdest es bitter bereuen. Okay, ich bin dabei. Du hast klug entschieden. Wenn du dich beweisen kannst, werden wir dich in unsere Reihen aufnehmen. Es steht dir natürlich frei, schon jetzt die Fertigkeiten der Diebe zu lernen. Du wirst sie brauchen.
Wie muss ich mich beweisen? Dieser störrische alte Alchemist, Constantino, besitzt einen schönen Ring. Aber er braucht ihn gar nicht. Ich will, dass er meine Hand ziert. Kannst du mich unterrichten? Klar, kein Problem. Sag mir einfach Bescheid, wenn du bereit bist. So, Taschendiebstahl will ich gar nicht lernen, ehrlich gesagt. Das ist... Man braucht halt ohne Ende Geschicklichkeit, damit man irgendwas von den Leuten mitnehmen kann. Das ist dann meistens irgendwelcher Schrott wie Tränke. Du bist also dabei. Gut, dann viel Erfolg und immer schön vorsichtig sein. Ach, und noch was. Mir ist egal, wer du da oben bist oder mit wem du da zusammenarbeitest. Hier unten bist du nur einer von uns. Ein Dieb, nicht mehr und nicht weniger. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir zeigen, wie du Schlösser knackst. Das kostet dich lediglich 150 Goldstücke. Na, vielleicht später. Bringt der andere Typ mir das nicht gratis bei? Komm, steh mal auf, du faule Sau. Sag mal, weißt du was über Bospas Bogen? Du meinst den Bogen vom Burgner? Ja, den habe ich irgendwo vorne in eine Truhe gepackt. Aber da wuseln jetzt Ratten rum. Kannst ihn dir ja holen, wenn dich die Viecher nicht stören. Ach so, natürlich ist die Truhe verschlossen. Du musst sie schon aufknacken. Hoffentlich hast du noch Dietriche. So. Und jetzt komme ich im Hotel raus, wenn mich nicht alles täuscht. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ich dachte, die geben mir jetzt einen Schlüssel. Habe ich wohl falsch gedacht. Sollte die mir nicht den Schlüssel geben? Oder kriege ich den, dass ich mich bewiesen habe? Das heißt, ich muss jetzt den ganzen scheiß Weg wieder zurücklaufen, wirklich. Och, komm. Spiel, ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich wirklich. So, bin ich überhaupt richtig lang? Ja, da liegen die scheiß Kisten dann da und dann sind da vorne die Ratten und... Das ist auch eine sehr gefährliche Diebesgilde. Die Angst vor den Riesenratten hat. Da rechts bin ich schon hingeschwommen, ne? Ja, ja. Da ist nur der Pirat und sitzt mich wieder mit langweiligen Scheiß voll. Oder muss ich da nochmal hin? Nee. Nee, nee, nee. Ich glaube nicht. Fällt mir ein. Ich muss auch die Abstimmung für EU4 teilnehmen. Ziga 2. Hey, du. Wegen der verschwundenen Leute. Kann ich das nicht? Nein, offensichtlich nicht. Hm. Toll, jetzt ist wieder Nacht. Jetzt ist wieder Nacht. Boah, in den Häuser konnte ich reingehen, ohne sie mich rausgeworfen haben. Ne? Ja, ja, das waren ja so Händlertypen. So Händlertypen. Wo ist denn der Händlertyp? Hey. Verdammt, was ist los? Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Du hast mir die 100 Goldstücke gebracht. Das war sehr anständig von dir. Ich schäme mich fast dafür, aber ich muss noch mehr von dir verlangen. Wenn ich Lema nicht bald seine Schulden zurückzahlen kann, schickt er mir seine Schläger auf den Hals. Gib mir noch 100 Goldstücke und ich werde dich unterrichten. Naja, billiger als beim anderen Typen. Hier sind die 100 Goldstücke. Dann können wir anfangen, sobald du bereit bist. Wobei es wahrscheinlich irgendwo noch billiger war. Bring mir bei, wie ich ein Schloss knacken kann. Du brauchst nur einen Dietrich. Wenn du ihn im Schloss vorsichtig nach rechts und links bewegst, kannst du den Mechanismus aufhebeln.
Aber wenn du ihn zu stark oder zu schnell in die falsche Richtung bewegst, dann wird er dir abbrechen. Je geschickter du wirst, desto weniger Dietriche brauchst du. Das ist eigentlich schon alles. Gut. Testen wir das auch gleich mal irgendwo. So, ach nee, das andere war Ignatius. Ich weiß nicht mehr die ganzen Namen. Ich kann mir auch Namen nicht merken. Ich kann mir meinen eigenen Namen merken, das reicht doch so. Hat hier irgendwas hier wertvolles rumliegen? Na. Easy. Moment, da ist gar kein Ring dabei. Muss ich den jetzt zusammenhauen? Hat er den Ding bei sich? Versuch das nicht doch mal, Bürschchen! Also, ja, 20, nicht 11. 20 ist immer noch kleiner, größer als 11. Ah! Ich glaube, ich sollte Schluss machen. Zeig mir. Meine Leser hier, das ist Mama. Ich benutze den Ring aber nicht gerade zufällig, oder? Nee. Dann hätte er es wahrscheinlich gezählt. Aber ich kann Schlösser knacken. Aber wie war denn der Typ da hinten? War das. Moment. Schreibt mir irgendjemand Leute an. Irgendwelche Leute schreiben mich an. Was soll denn das? Habe ich das erlaubt? Ich glaube nicht. Und ich habe das Gefühl, hatte Gothic 1 Musik? Ich überlege es gerade. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Wer war denn da hinten drin? Ach, Ignaz. Hey, du. Ah, du kommst mir gerade recht. Ich suche noch einen Assistenten für ein magisches Experiment. Du willst doch bestimmt der Wissenschaft einen Dienst erweisen. Immer langsam. Sag mir erstmal, worum es geht. Ich habe einen neuen Zauber entwickelt. Einen Zauber des Vergessens. Ich konnte bereits einige praktische Anwendungen durchführen, aber mir fehlt die Zeit für einen abschließenden Test. Erzähl mir mehr über das Experiment und den Zauber. Der Zauber dient dazu, dass der Betroffene verschiedene Ereignisse wieder vergisst. Bisher konnte ich nur feststellen, dass er funktioniert, wenn der Betroffene verärgert ist, also wenn er gerade bestohlen oder niedergeschlagen wurde. Auch wenn er eine solche Tat nur gesehen hat, wird er sie wieder vergessen. Heißt das, ich soll irgendjemanden niederschlagen und dann verzaubern? Das macht dann wohl nur Sinn, wenn derjenige nach der Schlägerei wirklich verärgert ist. Hier im Hafenviertel sind Schlägereien nichts Ungewöhnliches, also müsste ich mir schon woanders ein Opfer suchen. Ja, ich denke, du hast verstanden, worum es geht, aber um jemanden zu verärgern, reicht es, wenn du ihn angreifst. Du musst ihn nicht niederschlagen. Bevorzugt dafür sind Leute, die alleine sind. Wenn noch weitere Personen anwesend sind, kriegst du nur Probleme mit Lord André. Und es macht wenig Sinn, den Zauber auf jemanden zu sprechen, der dich gerade angreift. Warte auf den richtigen Augenblick. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Ich kann dir das Brauen von Tränken beibringen. Ich kenne die Rezepte von Heilungs- und Mana-Essenzen und Geschwindigkeitstränken. Okay, ich teste den Zauber. Dann nimm diese Spruchrolle und such dir ein geeignetes Versuchsobjekt. Wenn du die Sache erledigt hast, komm zurück und erzähle mir, wie es gelaufen ist. Ich muss erstmal dieses Bett hier benutzen. Du brauchst das jetzt nicht mehr, du bist ja schon wach. So. Ach komm. Ist raus, gleich liegen. Was für ein Scheiß, bitte.
So, wo finde ich jetzt jemanden, nach dem ich auf die Fresse schlagen kann? Ah. Fragen über Fragen. Wo ist dieser Vergessenszauber überhaupt? Wieso ist das 4? Was ist denn ein 3? Das funktioniert auch bestimmt mit Konstantin. Konstantin, wie auch immer. Steck die Waffe weg! Klug! Also, wenn er nicht gleich durch die Wand klippt oder durch seinen Kamin, weiß man mal nicht so genau. Ich brauche außerdem noch seinen Ring, komm schon. Da geh ins Feuer und verbrenn. Ja, komm, Alter! Ein Schlag, ein Treffer, ja, passt schon, halt. Ich mag's da, wenn die Charaktere nicht... Das ist ein alter Mann! Der kann mich mit einem Schlag besiegen. Was war der denn früher mal? War der auch mal ein Paladin? Der war mal Schmied, hm? So ein paar kritische Treffer wären schön, aber ich mache einfach keine. Oder eine bessere Waffe. Ich hätte gern seine Waffe. Ja. Ich kann nicht alles blocken, das ist auch ein Problem. Könntest du jetzt mal bitte... Könntest du mal bitte... Könntest du bitte... Könntest du jetzt bitte... Alter! Da fuck, wo ist denn der scheiß Ring? Ich hab den Ring ja immer noch nicht. Nein, ernsthaft, wo ist ein Ring? Ich habe seine Kiste leer geräumt, ich habe ihn leer geräumt. Oh Mann, mein Kopf. Warte mal. Du bist ein Schläger. Lord André wird... Hat das jetzt funktioniert? Und ich habe seinen Ring immer noch nicht. Er hat doch jetzt keinen Ring bei sich. Hey? Ja, ich bin verwirrt. Ja toll, der hat keinen Ring. Was mache ich denn jetzt? Habe ich den schon... Nee. Nee, verkauft habe ich den nicht. Bin mir ziemlich sicher, dass ich den noch nicht verkauft habe. Warum soll ich den verkaufen? Ich verkaufe sonst nie irgendwas. Ich habe die Spruchrolle angewendet. Gut, gut. Und, hattest du Erfolg? Ja, es hat funktioniert. Ausgezeichnet! Ein kleiner Fortschritt für die Wissenschaft, aber ein großer für mich. Jetzt kann ich meine Zeit nutzen, um dich in den Künsten der Alchemie zu unterweisen. Und wenn du willst, kannst du auch einige nützliche Dinge von mir haben. Lehre mich die Kunst der Alchemie. Zur Herstellung eines Tranks am Alchemietisch brauchst du eine Laborflasche. Und du benötigst unterschiedliche Pflanzen oder andere Ingredienzien für jeden Trank.
Ja, nee, danke. Zeig mir deine. Hast du irgendwas Interessantes? Nee, das ist eine Geschwindigkeitsscheiße. Aber wo ist Konstantins Ring? Bin ich jetzt völlig bescheuert? Die müsste doch entweder in seiner Kiste oder bei ihm sein. Weil wir das eine noch das andere. Was? Das ist jetzt merkwürdig. Holz bearbeiten im Regen. Beste Idee. Ich habe noch so eine Kiste leer geräumt, oder? Noch so eine Wohnung und alles. Wo ist dieser Kackring? Ja. Ja, ich hing im Tisch. Nimm die Finger weg da! Hey, ich versuch grad. Ich versuch grad in Zukunft. Alter! Schlägt er mit seiner Faust.